Moin Leute! Ich stehe hier vor dem Heizkraftwerk in Berlin-Lichterfelde, in dem immer noch mit Kohle geheizt wird. Kohle, Öl und Gas heizen zwar unser Klima an, sind aber vermeintlich billig und brauchen keine staatliche Unterstützung. So zumindest ist die gängige Meinung. In den letzten Wochen bin ich deshalb der Frage nachgegangen, mit wie viel staatlichem Geld wir fossile Energien eigentlich subventionieren. Die Antwort auf diese Frage fällt komplett unterschiedlich aus, je nach Quelle, die man berücksichtigt. In diesem Video möchte ich erklären, warum diese Ergebnisse so unterschiedlich sind, welche Zahl ich für gerechtfertigt halte und auch noch einen Vergleich wagen zwischen den Subventionen für erneuerbare Energien und fossile Energien. Bitte wundert euch nicht, wenn meine Haare gleich schlagartig länger werden. Die Recherche für das Video hat 1-2 Wochen gedauert und ich hatte in der Zwischenzeit einfach Lust auf was Kürzeres. Damit genug geschnackt, lasst uns mit den Inhalten starten. Viel Spaß mit dem Video. Widmen wir uns also der ersten Frage, was ist eigentlich eine Subvention? In der finanzpolitischen Literatur ist der Begriff nicht klar abgegrenzt. Die Grundidee einer Subvention ist, dass der Staat an Personen oder Unternehmen eine Leistung erbringt, ohne dass er dafür eine Gegenleistung erwartet. Solch eine Leistung der öffentlichen Hand beschränkt sich aber nicht nur auf Geldtransfers. Man kann vielmehr 4 verschiedene Arten von Subventionen unterscheiden. Dabei wird aber nicht jede Art von jedem Bericht als Subvention definiert. Die erste Subventionsart sind direkte Finanzhilfen, also tatsächlich Geldtransfers vom Staat zum Unternehmen. Beispiele für solche direkten Finanzhilfen sind zum Beispiel Forschungsausgaben oder Sanierungskosten für alte Tagebaute. Diese direkten Finanzhilfen werden von allen Berichten als Subventionen deklariert. Als zweites werden Steuervergünstigungen zu Subventionen gezählt. Hier gibt der Staat nicht aktiv Geld aus, sondern verzichtet komplett oder teilweise auf Einnahmen durch Steuern. Beispiele hierfür sind die Energiesteuervergünstigung für das produzierende Gewerbe und die teilweise Befreiung von der Mineralölsteuer für Agrardiesel. Steuervergünstigungen werden ebenfalls von fast allen Studien als Subventionen anerkannt. Die dritte Subventionsart sind staatliche Regeln mit Subventionscharakter. Das meint zusätzliche Regeln, die dazu führen, dass fossile Energien im Verbrauch billiger werden. Hier kann man vor allen Dingen die Steuerbefreiung der internationalen Luftfahrt nennen oder die kostenlose Zuteilung von Emissionszertifikaten an bestimmte Unternehmen. Die Unterscheidung zwischen staatlichen Regeln mit Subventionscharakter und Steuervergünstigung fiel mir während der Recherche nicht immer leicht. Als Orientierungspunkt könnte man sagen, dass Steuervergünstigungen eher Steuern reduzieren, wohingegen staatliche Regeln mit Subventionscharakter gewisse Gruppen komplett von der Steuer befreien. Solche staatlichen Regeln mit Subventionscharakter werden aber nicht von allen Studien als Subvention anerkannt. Die vierte und umstrittenste Subventionsart sind nicht internalisierte Kosten, also externe Kosten. Bei fossilen Energieträgern sind die wichtigsten externen Kosten Luftverschmutzung und die Emissionen von Treibhausgasen, die den Klimawandel verursachen. Mit diesen Erklärungen im Hinterkopf können wir uns jetzt die verschiedenen Berichte angucken und besser verstehen, warum sie in ihrer Höhe so voneinander abweichen. Um einen guten Vergleich zu ermöglichen, habe ich das Basisjahr 2016 gewählt, weil es dort die meisten Studien gibt. Im Wesentlichen gibt es 3 verschiedene Berichttypen. Typ Nummer 1 bezieht nur Finanzhilfen und Steuervergünstigungen in seine Berechnung der fossilen Subventionen ein. Hier ist vor allen Dingen der Subventionsbericht der Bundesregierung zu nennen, der die fossilen Subventionen auf 9,3 Milliarden Euro pro Jahr beziffert und der die Grundlage für viele weitere Berichte liefert. Der zweite Berichtstyp bezieht die ersten 3 Subventionsbegriffe in seine Berechnung ein. Also neben den direkten Finanzhilfen und den Steuervergünstigungen auch staatliche Regeln mit Subventionscharakter. Hier gibt es 3 wichtige Berichte. Einen vom Climate Action Network, der die fossilen Subventionen auf 37 Milliarden pro Jahr beziffert. Einem vom Forum Sozialökologischer Marktwirtschaft, der fossile Subventionen in Höhe von 46 Milliarden Euro berechnet, und ein Bericht vom Umweltbundesamt, der klimaschädliche Subventionen von 50 Milliarden Euro pro Jahr angibt. Der dritte Berichtstyp bezieht auch Subventionsarten 1 und 2 ein, lässt die dritte außen vor, berechnet dafür aber auch nicht internalisierte Kosten. Hier ist vor allen Dingen eine Studie des Internationalen Währungsfonds zu nennen. Diese Studie preist unter anderem fossile Subventionen aus Luftverschmutzung und Treibhausgasemissionen ein und berechnet so die fossilen Subventionen in Deutschland auf 74 Milliarden Euro pro Jahr. Nachdem wir jetzt einen ersten Orientierungspunkt haben im Studiendschungel, gucken wir uns jetzt nochmal genauer an, durch welche Faktoren so große Unterschiede zustande kommen. Vergleichen wir zuerst
den Subventionsbericht der Bundesregierung mit dem Bericht vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft. Würde ich jetzt jede einzelne Subvention diskutieren, würde das sicher den Rahmen dieses Videos sprengen. Als Alternative möchte ich euch kurz 5 große Subventionen vorstellen, die in der FWS-Studie enthalten sind, nicht aber im Subventionsbericht der Bundesregierung. Da wäre zum einen die Energiesteuervergünstigung von Diesel gegenüber Benzin, die sich auf 7,9 Milliarden Euro pro Jahr belaufen. Diesel hat sowohl eine höhere Energiedichte als auch einen höheren CO2-Ausstoß pro Liter und wird trotzdem weniger besteuert als Benzin. Auch wenn man die unterschiedliche Kfz-Besteuerung mit einberechnet, bleibt diese Größe in etwa erhalten. Als zweites lässt sich hier die Pendlerpauschale nennen, die eine fossile Subvention in Höhe von 5,1 Milliarden darstellt. Arbeitnehmer können unabhängig vom Verkehrsmittel einen kleinen Fixbetrag pro Kilometer Arbeitsweg von der Steuer absetzen. 66% dieser Wege werden mit Verbrennerautos zurückgelegt und dadurch wird der Verbrauch von fossilem Kraftstoff billiger. Als drittes kommen Steuervorteile für Dienstwagen hinzu, eine Subvention zwischen 3,1 und 5,6 Milliarden Euro pro Jahr. Arbeitgeber können Dienstwagen als Betriebsmittel in 6 Jahren abschreiben und die Betriebskosten steuerlich absetzen. Arbeitnehmer müssen nur 1% des Listenpreises als geldwerten Vorteil versteuern. Durch diese Regelung wird der Gebrauch von privaten PKWs im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln günstiger und fossile Kraftstoffe werden dadurch mehr verbraucht. Zusätzlich wird die Mehrwertsteuerbefreiung von internationalen Flügen als Subvention in Höhe von 4,5 Milliarden Euro pro Jahr angegeben. Diese Regelung gilt in vielen Ländern der Welt und Deutschland müsste viele neue bilaterale Abkommen abschließen, um diese Regelung aufzuheben. Dies zu erreichen wird nicht einfach sein, trotzdem wird hier eindeutig fossiler Kraftstoff billiger gemacht. Hinzu kommen mehrere Regelungen für die Preisvergünstigung von Strom. In der FÖS-Studie werden die Preisvergünstigungen für Strom mit dem fossilen Anteil am Strom multipliziert, um die fossilen Subventionen zu berechnen. Als nächstes vergleichen wir den Subventionsbericht der Bundesregierung mit der IWF-Studie. Hier kann man feststellen, dass der große Unterschied zwischen beiden Studien sich quasi komplett auf die Berücksichtigung von externen Kosten zurückführen lässt. Den Hauptteil der externen Kosten machen hierbei Luftverschmutzung und die Emission von Treibhausgasen aus. Zieht man die 4. Subventionsart, also externe Kosten, von der IWF-Studie ab, sind die Ergebnisse quasi identisch. Addiert man nun die externen Kosten der IWF-Studie auf den Bericht des FÖS, ergeben sich sogar fossile Subventionen von mehr als 100 Milliarden Euro pro Jahr. Meiner Ansicht nach gibt es 3 Gründe, warum man externe Kosten getrennt von anderen Subventionen beurteilen sollte. Erstens entstehen bei externen Kosten Vorteile nicht durch Inkrafttreten einer Regel, sondern durch die Abstinenz staatlicher Regulierung. Politische Diskussionen sollten sich deshalb nicht darum drehen, schon existierende Regeln zu ändern, sondern neue Regeln für externe Kosten einzuführen, zum Beispiel eine CO2-Bepreisung. Zweitens werden bei der Berechnung von externen Kosten Menschenleben und verkürzte Lebensjahre mit einem Geldwert gleichgesetzt. Das stellt ethisch eine neue Ebene dar und unterscheidet sich von den anderen 3 Subventionarten, die nur direkte Geldwerte angeben. Drittens unterliegt die Berechnung der externen Kosten enormen Schwankungen. In der IWF-Studie wird zum Beispiel die Kosten von einer Tonne CO2 auf 35 US-Dollar festgesetzt. Das Umweltbundesamt zum Beispiel berechnet die Kosten einer zusätzlichen Tonne CO2 auf 180 Euro. Bleibt also noch die Frage zu klären, welche der Berichte, die keine externen Kosten mit einpreisen, nun am aussagekräftigsten ist. Viele Subventionen, die in den Berichten des Climate Action Networks, des Ubers und des FOS aufgeführt werden, führen eindeutig dazu, dass der Verbrauch von fossilen Energien billiger wird. Die Mehrheit der dort aufgelisteten Subventionen sollte deshalb auch in den Subventionsbericht der Bundesregierung mit aufgenommen werden. Es gibt aber durchaus auch Maßnahmen, die ich kritisch sehe und die ich nicht zwingend als Subvention deklarieren würde. Zum Beispiel die Preisvergünstigung für Strom. Gleichzeitig muss man beachten, dass viele andere klimaschädliche Subventionen in keinen Berichten erfasst werden. Hier sind unter anderem zu nennen die Agrarsubventionen der Bundesregierung, die Mehrwertsteuervergünstigung für tierische Lebensmittel, staatlicher Flughafenbau und Subventionsprogramme der Bundesländer. Ich glaube daher, dass eine Zahl zwischen 35 und 45 Milliarden eine gute Richtmarke für fossile Subventionen in Deutschland für das Jahr 2016 sind.
Als letztes möchte ich nun die Subventionen von fossilen und erneuerbaren Energien vergleichen. Hier gibt es aber ein Problem. Die Studienlage für Subventionen von Erneuerbaren ist echt nicht gut. Ich habe deshalb auf Basis meiner eigenen Recherchen eine eigene Orientierungsgröße erstellt. Der mit Abstand wichtigste Subventionsblock sind die gesicherten Förderkosten für Strom aus erneuerbaren Energiequellen, die sogenannte EEG-Umlage. Zudem gibt es seit 2010 den Energie- und Klimafonds der Bundesregierung, kurz EKF. Dieser Energie- und Klimafonds stellt Gelder für Projekte der Energiewende und des Klimaschutzes bereit. Zum Beispiel fördert er die Elektromobilität oder finanziert Forschungsausgaben für grünen Wasserstoff. Im EKF werden aber auch Energieeffizienzmaßnahmen gefördert, die eigentlich keine Subventionierung von erneuerbaren Energien darstellen. Daher sollte die Summe aus der EEG-Umlage und dem Budget des Energie- und Klimafonds eine gute Obergrenze für die Subvention von erneuerbaren Energien sein. Vergleicht man nun die Subventionen von fossilen Energien und erneuerbaren Energien, muss man feststellen, dass im Jahr 2016 fossile Energien deutlich mehr subventioniert wurden als erneuerbare Energien. Die Summe aus EEG-Umlage und EKF-Budget belief sich 2016 auf 26,5 Milliarden Euro. Die fossilen Subventionen, wie im letzten Abschnitt besprochen, beliefen sich auf ca. 40 Milliarden Euro. Für das Jahr 2019 sieht der Trend ähnlich aus. Energie- und Klimafonds plus EEG-Umlage kommen für das Jahr 2019 auf ca. 28 Milliarden Euro. Die fossilen Subventionen habe ich nach dem gleichen Schema auf 40 Milliarden Euro für das Jahr 2019 berechnet. Das deckt sich in etwa mit den Recherchen von Investigate Europe. Die geben 37 Milliarden Euro fossile Subventionen für Deutschland im Jahr 2019 an. Für das Jahr 2021 wurde das Budget des Energie- und Klimafonds massiv aufgestockt. So sollten sich fossile Subventionen und erneuerbare Subventionen wenigstens in etwa ausgleichen. Manche Subventionen werden in den nächsten Jahren automatisch wegfallen, zum Beispiel durch den Kohleausstieg. Ein Ende von fossilen Subventionen, speziell im Verkehrssektor, ist mit den heutigen Regeln aber nicht in Sicht. Puh, das waren relativ viele Infos und Statistiken auf einmal, ich weiß. Alle besprochenen Studien und Quellen sind in der Videobeschreibung, lest das gerne da nochmal nach. Ich hätte vor meinen Recherchen nicht erwartet, dass wir fossile Strukturen mit so viel Geld unterstützen. Der Weg in eine klimaneutrale Gesellschaft geht nur darüber, dass wir diese Subventionen umgestalten. Viele der Subventionen haben aber auch eine Verteilungswirkung und können deshalb nicht alternativlos gestrichen werden. Ich finde, genau hier beginnt die politische Debatte darüber, wie man diese Subventionen umgestalten kann. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Kritik und Fragen in den Kommentaren. Und damit würde ich sagen, Bella Ciao.